Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ich kann wieder reden, habe immer noch einen Restpickel. Meine Güte, der war echt, zäh. Ja, und ich habe noch so einiges vor die nächste Zeit. Und ja, mein nächstes Video am Freitag, meine Güte, ich bin echt ein bisschen raus, entschuldigt. Ja, ist eins zum Thema, super, richtig gelenkig. Dann werden wir die hier zusammen machen. Also, zusammen ist irgendwie ein bisschen blöd formuliert, weil ich mach's und ihr guckt zu. Die geht dann, das Video wird Minimum so 15 bis 20 Minuten gehen. Naja, ja. Ja, außer ich mache ein Kleid oder ich schnibbel. Aber mal sehen, kommt drauf an, wie es sich anfühlt. Liebevoll umgegangen. Das ist irgendwie anders. Also, das war jetzt gerade so. Ja, heute habe ich mal ein Thema für euch, das ich schon etwas länger für mich so rumgeschleppt habe, wo ich dann aber mir gedacht habe, mal sehen und ja. Falls ich furchtbar schiele, tut es mir leid, weil ich gucke aufs Display und vergesse voll, dass man auf die Linse gucken soll. Aber andererseits sagen andere immer, guck nicht in die Linse, guck nicht in die Linse. Also ich bin mir nicht sicher, wie rum es funktioniert. Aber könnte sein, dass ich voll an euch vorbeigucke. Ja, es ist wie folgt. Ich habe mir heute mal gedacht, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Eine Geschichte zum Berichten. Es tut mir leid. Ja. ich erzähle euch mal die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin und wie es bei mir war. Also mit zum Thema, als ich damals den Leuten erzählt habe, dass ich ein Asperger bin das erste Mal und wie ich das so gemacht habe und was ich da so, ja, und so weiter. Die Zeit, bis ich es gebraucht habe, bis ich es wirklich dann erzählt habe und mein erstes Video damit produziert, dann nämlich das am 9.9.2015. Da schlag mich nicht, wenn ich mich irre. Es könnte jetzt 15 oder 16 gewesen sein. Das bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube auch 15. Ja. Jetzt wartet, ich muss gerade überlegen, wie rum war es. Ja. Ich war ungefähr so zwischen, ich würde jetzt mal schätzen, 12 und 14, als ich damals den Test gemacht habe, ob ich jetzt ein Asperger bin oder nicht. Und davor hat meine Mutter das entdeckt, weil sie einen Artikel gelesen hat in der Zeitung und sie sich gedacht hat, ja doch, das klingt wie mein Kind. Und sie dann gesagt hat, den Test können wir doch auch noch machen. Und als ich das erfahren habe, war meine erste Reaktion so eine Form von, oh, ich weiß endlich, was mit mir los ist, ich weiß endlich, warum alles ist, wie es ist und wie ich bin und so weiter. Und ja, und dann irgendwann kam dann so der Moment in meinem, wo ich dann selbst mir für mich so richtig große Probleme damit bekommen habe, ja, was ich bin. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich hatte dann eine totale Identitätskrise gekriegt und wollte es am liebsten niemandem erzählen. Obwohl meine Mutter mal gesagt hat, wenn du es jemandem erzählen würdest, dann würdest du es dir viel einfacher machen und dann müsste ich nicht immer alles erklären tausendmal, sondern könnte einfach sagen, es ist halt, wie es ist, weil ich bin, wie ich bin. Und ja. Dann war es so, dass ich dann, meine Eltern haben es halt dann gewusst, meine Großeltern mütterlicherseits und das war's. Dann irgendwann so nach, ich glaube schätzungsweise 2 Jahren, also könnte 1-2 Jahre danach, habe ich es dann meiner großen Schwester erzählt, die ist zu dem Zeitpunkt irgendwann auch dazwischen mal ausgezogen und dann hat man sich halt nicht so oft gesehen und dann habe ich der halt immer später erzählt. Und ja, dann war es so, dass ich als nächstes habe ich dann mal, ja, dann irgendwann habe ich dann das ist richtig schwierig, weil ich muss jetzt rekonstruieren, wer war wann, wo und wie. Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann mal dazwischen, auch, also vor meiner Schwester noch, habe ich es bei Bett und Winfried erzählt. Und ja, dann irgendwann war es dann bei mir auch so, dass ich dann irgendwann auch meiner Großmutter väterlicherseits erzählt habe, weil das auch schon so eine Geschichte ist, wo ich mir denke, oh nein, im Nachhinein. Ich hatte furchtbare Angst vorm Zahnarzt oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber war gar nicht Zahnarzt, aber ja, vom Blut abnehmen, ja genau. Und dann hat mein Arzt mir damals, weil ich eben da an diesem Punkt
bisschen schwierig bin, hat mir dann eine Tabletten aufgeschrieben. Also so richtig, ich glaube, das war, ich weiß es nicht, aber es war irgendwas richtig Starkes. So Starkes habe ich nie wieder danach bekommen oder nehmen müssen. Also übrigens trotzdem nicht funktioniert hat. Also das Blut abgenommen habe ich nicht dann zu diesem Zeitpunkt, aber das ist auch noch eine andere Geschichte. Dann war es so, dass ich dann auf jeden Fall meiner Großmutter in diesem totalen Tran habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es kam, aber dann habe ich das der erzählt. Und als ich dann etwas später wieder klarer geworden bin, habe ich ja so eine Lebenskrise bekommen nach dem Motto, oh Gott, wie konnte ich ihr das erzählen? Oh Gott, was passiert jetzt? Und ich habe so Weltuntergangsszenarien mir vorgestellt nach dem Motto, ja, wenn ich dann noch komischer auf alle wirke und so weiter. Und das ist auch so immer meine größte Sorge, dass ich nicht mehr als die Person, die ich bin, wahrgenommen werde, sondern nur noch als die komische Schräge. Oder dass es auf meine Eltern zurückfällt oder dass es zu Diskussionen führt oder irgendwelches Zeug. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich war. Im Nachhinein heutzutage kann ich die eigene Sorge, die ich damals oder diese Gedankengänge, die ich damals hatte, gar nicht mehr nachvollziehen, weil sie mir einfach nur noch so, doof vorkommen für mich persönlich. Also ich kann verstehen, wenn man es nicht erzählen möchte, weil es ist ja etwas, was irgendwie auch ein bisschen was Privates ist. Und für mich finde ich auch nicht. Also ich weiß es nicht. Also ich erzähle ja hier im Internet davon. Also so privat kann es nicht sein. Ja, das ist eine tolle Argumentation, Elena. Damit hast du das jetzt auch abgehakt, okay? Ja. Ja. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich das für mich so persönlich immer... Ich habe anfangs total die Lebenskrise gehabt. Immer jedes Mal, wenn es irgendwer erfahren hat, bin ich erstmal stundenlang unter meiner Decke gehockt. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe meinen. Und naja, eigentlich ja wie ein Schloss gespenst, weil Schlosshunde heulen nicht, glaube ich, aber egal. Und ich habe dann immer total Lebenskrise bekommen, total Weltuntergangsszenarien und habe immer gedacht, jetzt sterbe ich. Ich weiß auch nicht, woher dieser Gedankengang kam, aber jedes Mal habe ich gedacht, wenn jetzt jemand ein weiteres erfährt, dann sterbe ich. Und ja, und dann, also es waren wirklich die dümmsten Gedanken, die es gibt, weil ich habe es wirklich jedes Mal überlebt und es hat irgendwie auch nie irgendwie eine komische Reaktion bei mir gegeben, wobei meine Mutter mir gesagt hat, dass sie oftmals dann irgendwie Reaktionen bei ihr angekommen sind, was ich, und natürlich meine Wortwahl, bis heute scheiße finde, dass die Leute zu mir gegenüber so einen auf, ach, okay, gute Info. Und dann bei meinen Eltern einen auf, ja, und wie ist das so, und wie kann's, und bla, und blub, und bla, 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 dann irgendwie bei denen ankam, so teils Vorwürfe, teils nach dem Motto, ihr Armen, teils solche Sachen, wo sie dann bewertet haben, wie das denn sein muss mit mir als Kind und so weiter. Und ich mir dann immer gedacht habe, wieso habt ihr mir das nicht erzählt? Weil ich bin die es am Ende des Tages hat, nicht meine Mutter, nicht mein Vater, sondern ich. Und wenn jemand euch erzählen kann, wie das ist, dann bin ich das, nicht jemand anders. Und ja gut, ich habe jahrelang draußen ein Geheimnis gemacht, das war aber für mich jahrelang so ein Tabuthema. Aber trotzdem, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt doch besser mich, als dass ihr meine Eltern irgendwie damit reinzieht, so über Dritte, weil die können euch nicht sagen, wie es ist damit, die können nicht sagen, wie ich mich damit fühle, die können nicht sagen, wie ich damit umgehe. Alles, was meine Eltern damit, was sie sagen können, ist, wie es aus ihrer Perspektive ist, und das ist eine andere als meine. Ja, und dann irgendwann, nachdem ich dann meine Großmutter erfahren hat meine Mutter noch darauf bestanden, dass es eine Freundin von ihr, die sich übrigens monatlich über ihr gemeldet hat, aber egal, auch noch erfährt. Und weil sie eben gesagt hat, weil diese Freundin und sie sehr viel Kontakt hatten, dass es doch so sei, dass sie nicht immer jedes Mal sich erklären wollen müssen muss, weil wie auch immer. Und dass sie einfach das jetzt, dass ich sie so mit einfacher hat. Und nachdem dann diese Freundin erfahren hat, hatte ich wieder meine Weltuntergangsszenarien, Decke über dem Kopf und riesen Vorwürfe an meine Mutter, dass sie mich dazu genötigt hat, es zu erzählen.
Und dann ungefähr, ich muss jetzt schätzen, ich habe es damals auch meiner damals besten Freundin irgendwann davor nochmal erzählt, also von meiner Großmutter väterlicherseits. Und ja, weil sie war ja meine beste Freundin und da dachte ich, ja gut, das sollte sie vielleicht wissen. Wobei ich echt nicht weiß, warum also im Nachhinein, irgendwie ist es ja nicht mehr so was Besonderes, sondern es ist einfach ein Teil von mir. Ja, und dann ungefähr, ich muss jetzt wirklich ganz, ganz grob schätzen, 4, 5 Jahre, also ich schätze mal zwischen 3 und 6 Jahren, haben wir eine größere Zeitspanne. Ja, zwischen diesem Zeitraum irgendwann habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, also für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich erzähle es jetzt nie wieder jemandem, oder ich schreibe mir ein riesen T-Shirt wo ich es überall laufe durch die Stadt damit, damit es jeder sieht. Und ja, auf jeden Fall eins von beiden. Entweder keiner mehr oder am besten die ganze Welt. Und ja, dann irgendwann ist mein Bruder da gewesen, der übrigens älter ist, auch wenn er. Also eigentlich ist er jünger, er ist ein Jahr jünger, aber er ist größer als ich, deswegen bezeichne ich ihn immer als meinen großen Bruder. Und der ist ein Patensohn aus einem internationalen Patenprojekt. Und der ist ja dann eine Weile lang zu sich wieder zurück in sein Heimatland gereist. Und da hat er dann, da habe ich ihm dann, hat er ja nicht mitbekommen, was bei uns los ist. Und da habe ich dann angefangen, kleine Videos zu drehen, indem ich ihm erzählt habe, was die Woche passiert ist und so weiter. Und irgendwann habe ich dann auch mal ein Testvideo gedreht nach dem Motto, vielleicht mal über Themen reden. Dieses Testvideo werdet ihr nie zu Gesicht bekommen, weil das ist wirklich nicht die größte Sache meines Lebens. Das war wirklich so. Also dieses Testvideo war mehr als sonst was. Es war furchtbar, aber es war halt dieser erste Test. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, naja, wenn ich sowas mache, also wenn ich wirklich Videos drehe, wo ich dann den Leuten von meinem Leben erzähle und so weiter, weil ich mir dann überlegt habe, was könnte ich eigentlich machen, wenn dann ist mir gefallen, wenn, dann labere ich von meinem Leben, weil da kann ich dann am meisten drüber erzählen, weil ist ja mein Leben. Ja, und dann irgendwann kam dann so habe ich mir dann so gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann eines Tages, es war am 9.9. und das ist jetzt kein Witz, ich glaube 15, 16 Uhr rum, vielleicht war es auch schon früher, bin ich dann aufgestanden, habe mich hingesetzt, habe eine Kamera auf mich gehoben und habe einfach angefangen, dieses Video zu drehen, mein erstes Video. Und habe damit der ganzen Welt für mich erzählt, dass ich ein Asperger bin. Und ja, ich muss sagen, als ich das dann hochgeladen habe, war mein erster Gedanke, nein, hast du nicht gemacht. Ich bin dann ins Bett gegangen und habe erstmal, naja, ich weiß noch, dass ich an dem Tag dann ins Bett gegangen bin und mir erstmal gedacht habe, naja, okay, das ist so ein kleiner Anfang, das wird schon nie jemand sehen. Das wird mein ganzes Leben lang nie jemand zu Gesicht bekommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das überhaupt nie jemanden interessieren. Und ja, dann am nächsten Tag hatte ich, glaube ich, schon 4 Aufrufe auf diesem Video und das war dann irgendwie so für mich der Startschuss. Und zum einen sei der Startschuss für dieses YouTube-Ding und zum anderen war es dieser Start von einem Leben, wo ich nicht mehr irgendwie was von mir verheimlichen muss und wo ich einen großen Teil meines Ichs verleugnen wollte. Und ja, also an alle da draußen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich und sich in diesem Moment irgendwie immer denken, ich will es noch nie jemandem erzählen, ich will nicht, dass jemand davon weiß, ich will einfach nur nicht und so weiter. Es wird wirklich mit jedem Mal, wenn man es jemandem erzählt, leichter. Und ich habe es ja einer großen Menge an Leuten erzählt und muss sagen, dass es danach irgendwie mit jedem Mal, wenn ich das Wort Asperger ausgesprochen habe, leichter gefallen ist, weil ich wollte ja nicht mal dieses Wort hören. Ich konnte jetzt nicht mal dieses Wort hören anfangs und wollte einfach nur, dass man mich als einen jungen A anspricht oder als einen A. Und ja. Und deswegen, je öfters man das so sagt, je öfters man sich damit auseinandersetzt, je leichter wird's. Und deswegen mein Tipp an alle da draußen: Versucht nicht irgendwas zu verstecken, was nicht zu verstecken ist und was Teil von euch ist. Weil nur wenn ihr es den anderen da draußen erzählt,
können sie auch Rücksicht auf euch nehmen oder können zumindest versuchen, etwas über euch zu erfahren und dann dementsprechend Sachen zu machen. Zum Beispiel also meine Oma informiert sich dann oder meine Babette oder alle möglichen Leute, die irgendwie sich informieren oder so und erzählen, da ist hier ein Bericht im Fernsehen oder da ist da was, habe ich in einem Buch gelesen oder das Buch war sehr gut. Und ja, die können euch dann beim einen oder anderen helfen. Meine Mutter hatte da immer ein Buch, das sie dann immer meistens denen, die wir näher gekannt haben, mitgegeben hat, so als mal lesen, was das überhaupt heißt, wenn die sich dafür interessiert haben. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Buch heißt, das tut mir leid. Wenn meine Mutter und ich den Titel wiederfinden, schreibe ich es euch auf jeden Fall in die Infobox. Und in die Kommentare. Ich schreibe es euch gleich zweimal rein, damit ihr es auch sicher habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Die Geschichte wollte ich euch irgendwie schon länger mal erzählen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie habt ihr es den Leuten erzählt oder habt ihr es noch niemandem erzählt oder ja, hättet ihr es gemacht an meiner Stelle damals? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder mit der Gesichtsmaske, die mir echt jetzt schon Angst macht. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao.